Hallo und herzlich willkommen hier schon mal vom Schneidetisch. Und während das Zeitraffer Teilstück hier die Szene läuft, was ich alles so machen muss, bis man mal losfahren kann, wollte ich dann schon noch mal was für die englischsprachigen Zuschauer mitteilen. Hello everyone on the bicycle channel, also to everyone who doesn't understand German. Everything I say is also available as English subtext. To do this, please click on the cog wheel at the bottom of the screen and select subtitles. Then select English there. Done. Now everything I say appears at the bottom of the screen as an English subtext. However, unfortunately, not everything is always translated perfect and correctly, but okay, so what? YouTube-Reklame. Okay, das war die kleine Ansage für die englischsprachigen Zuschauer. Und ich bin jetzt auch gleich fertig hier mit meinem ganzen Gedöns, damit es losgehen kann. Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Fahrradkanal. Ja, leider muss ich das jetzt hier am Schneidetisch nachvertonen, denn ja, leider habe ich das Funkmikrofon vergessen einzuschalten. Ja, ich bin jetzt hier in Köln-Niehl am Füllinger See. Der liegt so am nördlichen Stadtrand von Köln. Der entstand aus Abbaggerung von Kies, was so ab dem Jahr 1912 begonnen hat. Ja, das mal so eine kleine Info zu dem Fühlinger See, der wie gesagt hier im Norden von Köln gelegen ist und an dem ich hier angekommen bin, so gegen circa 11 Uhr bei 6 Grad. Ich glaube, das hatte ich vorhin schon eingeblendet oder beziehungsweise blende ich nachher noch mal ein mit dem Thermometer, was ich dabei habe. Ja, ich hoffe, das Türchen wird euch gefallen. Es geht hier dann von diesem Füllinger See aus starte ich meine Rundtour. Das ist übrigens auch der Vorteil. Man braucht also nicht wieder irgendwie eine Strecke mit dem Zug fahren. Man kann hier im Norden an dem Füllinger See gut parken, zumindest unter der Woche. Und wenn es nicht gerade zur Sommerzeit ist, wenn hier viele Badegäste sind. Es gibt hier einige Parkplätze, 2, 3, 4 Stück, die sind so ein bisschen um den See verteilt. Ja, werde ich meine Tour, wie gesagt, hier im Kölner Norden beginnen. Die ist ca. 45 Kilometer lang. Und ich werde dann im Halbkreis, halbkreisförmig geht die Tour hier vom Norden los. Außenrum um den Kölner Westen, also Westteil, westlich gelegen der Stadt Köln mit dem Kölner Dom, den werden wir auch besuchen. Und noch einige andere schöne, interessante Sachen wird es zu sehen geben. Ja, jetzt seht ihr hier eingeblendet, wie ich gerade schon eben erwähnt habe, 6,9 Grad und 59% Luftfeuchtigkeit. Sagte ja vorhin schon, dass ich euch das zeigen werde. Das ist so meine Starttemperatur hier so gegen 11 Uhr. Es sollen heute noch circa 11 Grad werden, so laut die Wettervorhersage. Ich kann euch aber verraten, nachher später am Kölner Dom, wenn ich dann in der Nähe bin, da wird es, ich habe das Thermometer ja mit und lasst euch überraschen, es wird wohl ein bisschen mehr werden. Ja, ich werde mich dann jetzt hier auch gleich auf den Weg machen. Karte habe ich euch hoffentlich vorher schon eingeblendet, dass ihr gesehen habt, wo es lang geht. Und ich wünsche euch nun viel Spaß bei dem Video und vor allen Dingen kommt von der Couch runter und radelt mal selbst. Darum geht es mir vor allen Dingen und denkt an ein Abo und wenn euch das Video gefallen hat, dann auch
einen Daumen hoch nicht vergessen. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt fertig und los geht's. Ein bisschen zur Beschreibung der Tour heute. Wie gesagt, im Westen, ganz im Westen von Köln, erstreckt sich die Militärringstraße. Dieser werde ich also weitestgehend parallel folgen. Der ganze Rundkurs, den ich hier heute radel und wie gesagt schon mal Silvester 2021 geradelt bin, erstreckt sich, beziehungsweise die ganze Runde ist knapp 45 Kilometer lang. Ja, und ist auch ein bisschen historisch, wie gesagt, interessant, weil diese Militärringstraße, die sich hier quasi außen herum um Köln erstreckt, hier übrigens schon das erste grüne Büschchen, ja, total toll hier in Köln, ist ja klimatisch immer auch viel milder, deswegen heute auch meine Tour hier bei angesagten 11 Grad. Also wie gesagt, dieser Militärring, diese Militärringstraße ist wohl ein Rest einer preußischen Befestigungsanlage, kann man alles im natürlich Internet nachlesen, Wikipedia etc. pp. Nur vielleicht so viel ganz kurz, Befestigungsring Köln steht hier bei Wikipedia, die Stadt Köln wurde unter preußischer Verwaltung in Klammern seit 1815, Klammern zu, mit einem doppelten Festungsring umgeben. Er musste aufgrund des Versailler Vertrags nach 1919 geschleift werden. Ja, geschleift, kurz zur Erklärung, bedeutet, man musste das wohl abtragen. Also man musste das nicht ganz vernichten, aber... The Bicycle Man. Wie toll ist das denn? Nicht schlecht. Ja, das auch mal an dem Bahnhof eine kurze Info. Also wie gesagt, man musste diese Festungsring nach dem Versailler Vertrag entsprechend schleifen, so steht es hier. Definition, wie gesagt, abtragen. Also man musste den nicht ganz vernichten. Ja. Und dementsprechend ist da natürlich nicht mehr so viel von übrig. Weiter steht hier, zusammen mit der römischen Stadtmauer, also der mittelalterlichen Stadtmauer, dem inneren und den äußeren preußischen Befestigungsgürtel befinden sich in Köln Reste von 4 Befestigungssystemen. Ja, das dazu, was da so in Wikipedia im Internet zu finden ist. Ja, das war dann mal die Straßenbahn oder S-Bahn oder U-Bahn. S-Bahn nicht, das ist glaube ich DB vorbehalten. Also U-Bahn. So, ich hoffe, man kann es sehen. Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung. Genau, da geht es dann hier rechts lang. Und so wie ich das so sehe, ist hier auch entsprechend eine, so wie in Google Maps geschrieben stand, wäre das eine Scheune hier, gehört wohl auch zu dem Max-Planck-Institut für Pflanzenforschung. Ja, und wahrscheinlich werden hier auch Versuchsäcker bzw. hier Felder bestellt. Und ich glaube, da hinten irgendwo gibt es dann auch eine Aussichtsplattform. Okay, ja,
Da will ich mich aber jetzt nicht mit aufhalten. Wie gesagt, weiter geht's für mich. Ja, das war dann mal kleine Info direkt vor Ort zum Max-Planck-Institut. Ja, hier anscheinend war das wohl eine Streuobstwiese. Fand ich auch ganz interessant. Tja, und das war dann eine Sonderfahrt. Man muss ja auch mal ein bisschen Glück haben unterwegs und den roten Straßenbahn-Sonderfahrtwagen, den habe ich extra hier dann mal im Video drin gelassen. Ja, das hier ist, glaube ich, der Konrad-Adenauer-Weiher, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Auf meiner Tour, den ich so als erstes hier, wie gesagt, in diesem Militärringstraßen-Grüngürtel. Also der ist wirklich total toll. Gut, man hat natürlich zwischendurch immer mal ein paar Abschnitte, wo man dann mal ein kleines Stückchen neben einer, ja, eben dem der Militärringstraße fahren muss. Das lässt sich leider nicht ganz umgehen. Und von daher, aber man hat hier, wie gesagt, sehr, sehr viel schöne, ruhige Abschnitte mit viel Wald. Also dieser, ja, man könnte fast sagen, etwas ironisch, dieser ehemalige Militärring hat sich als Grüngürtel dann entsprechend etabliert. Ja, hier kleines, kleiner Zwischenstopp, da habe ich mir in meiner Thermoskanne denn mal schon mal den Cappuccino eingefüllt für später, wenn ich dann zur fortgeschrittenen Tour Nachmittag dann mein Muffin essen werde. Und ja, hier, ihr seht, ne, das geht hier weiter. Jetzt kommen hier einige tolle Teiche und Seen, die hier entstanden sind. Und ja, wie gesagt, ein ganz toller Grüngürtel, der hier so außen rum geht. Wie rum man den fährt, bleibt natürlich jedem selbst überlassen, das ist natürlich klar. Ob der eine jetzt, wo der Startpunkt liegt, im Süden. Also wie gesagt, ich habe den hier oben gewählt gehabt, im Norden von Köln, bei, was ist das eigentlich, Chorweiler da oben, wo der Fühlinger See ist. Genauer gesagt ist es hier so eine Siedlung Seeberg. Ja, und wieder mal eine Straßenbahn oder U-Bahn. Ich finde das total toll, dass das hier so, dass in Köln da mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind die hier ganz gut ausgestattet. Ja, hier geht es auch mal unter einer, was auch immer, für eine Brücke her. Wie gesagt, ich habe auch lange getüftelt, bis ich die optimale Tour, ob die jetzt wirklich so optimal ist, vielleicht findet ja jemand noch was Besseres. Hier links auch mal wieder was blüht. Ich weiß nicht, ob das eine Forsythie ist, keine Ahnung. Blüht schon mal ganz gelb. Ja, und das hier ist jetzt auch ein Rest dieses preußischen Festungsrings. Da ist dann auch ein Museum drin. Da gibt es auch Führungen, die man machen kann. Da müsst ihr euch dann, nennt sich, glaube ich, müsst ihr bei Google eingeben, Zwischenwerk 8, also römisch 8b, oder einfach Zwischenwerk eingeben, dann findet ihr das schon und da findet ihr dann auch alle Informationen. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier im südlichen Teil. Das ist nicht allzu weit von dem Zwischenwerk Museum angekommen,
am Rhein und jetzt geht's vom Süden wieder Richtung Norden, immer schön dem Rhein entlang. Ja, und der Vorteil ist natürlich jetzt um diese Jahreszeit, ihr seht, da ist noch nicht so viel hier mit Tourismus und da laufen einem dann auch nicht so viele Leute vor die Füße hier vom Radweg, der natürlich kombiniert ist, Rad- und Fußweg. Und ja gut, es ist natürlich noch nicht so schön grün mit den Bäumen, die hier sind. Aber der Vorteil ist natürlich bei so einer Millionenstadt wie Köln, da gibt es dann auch, habt ja vorhin gesehen, das Ausflugs-Café, kann man nicht sagen, wieder mal eine Straßenbahn oder U-Bahn hier, die hier meinen Weg kreuzt und jetzt hier von der Uferstrecke abbiegt. Ja, im Grunde genommen kann man eigentlich auch, wenn man mal so ein bisschen hier schöne alte Kräne wohl ein bisschen hier vom Hafen oder Anlegestellen, wo früher Waren gelöscht wurden von den Schiffen. Ja, und jetzt biegt hier die Straßenbahn, U-Bahn. Dann ein ganzes Stückchen weiter auch noch ab. Das ist aber dann auch die letzte Möglichkeit. Jetzt, ab jetzt kommt ein Teilstück, wo also parallel zum Ufer jetzt leider keine Straßenbahn fährt. Ich nehme mal an, dass das hier der alte direkte Hafen von Köln war. Hier hat man natürlich dann moderne Wohnhäuser gebaut, aber hier sind auch, wie gesagt, ihr seht hier links, ich nehme an, das waren dann so Zollabfertigungsgebäude. Also die hat man anscheinend wohl erhalten. Und auch da den Turm, der vorhin zu sehen war. Aber es ist natürlich auch viel Neues entstanden. Aber hier ist, glaube ich, jetzt auch noch ein altes Gebäude. Ja, die Aufschrift Birkenstock hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Ich dachte, das wäre dieser Sandalenhersteller, aber das war wohl eher eine Konditorei oder Bäckerei. Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, hier auch wieder, ich nehme mal an, alles hier Hafen, ehemalige Hafengebäude. Ich hoffe, das ist so von mir richtig interpretiert. Wenn nicht, schreibt es bitte in die Kommentare. Das ist jetzt so frei interpretiert von mir. Ja, hier rechts jetzt das Schokoladenmuseum. Und das kann man besichtigen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das mache ich jetzt natürlich nicht hier auf der Radtour. Es soll ja hier auch diese Radtour nur Anregungen schaffen. Wie gesagt, damit die Couch-Potatoes von der Couch runterkommen und sich bewegen. Das kann man natürlich per Rad hier ganz toll machen. Köln besichtigen, eine tolle Rundtour machen. Ja, das hier übrigens ist eine Drehbrücke, also keine Klappbrücke, wie man die so in Holland kennt, also Niederlande. Ja, und da gibt es auch hier den Matrosentreff hier. Pommesbude, ganz toll. Hier ein Senfmuseum, auch direkt hier am Schokoladenmuseum. Also ihr werdet da gut verpflegt und ihr könnt da auch tolle Sachen euch anschauen, wenn ihr denn die Tour richtig plant. Ja, und was darf natürlich nicht fehlen auf so einer Tour? Jetzt nicht hier den Kölner Hauptbahnhof, aber immerhin natürlich auf dem Weg zum Kölner Dom. Eine Besichtigung zumindest mal auf die Domplatte gehen. Ja, hier steht der Thalys. Das ist der legendäre Zug, der von Köln bis nach Paris, glaube ich, fährt. Und natürlich, wie sollte es anders sein? Was wäre eine Tour durch Köln, ohne einen Stopp auf der Domplatte zu machen? Ja, und da war gerade 4711 noch zu sehen. Das Eau de Cologne. Also das Parfüm, das weltbekannte,
hat schon meine Oma benutzt. Oh, ich fand das immer, naja, ist halt Geschmackssache. Ja, hier übrigens so ein beziehungsweise Aufzug für die Restauratoren, die den Kölner Dom restaurieren. Die müssen ja da immer rauf und runter. Da war noch das Museum. Also Köln hat natürlich sehr viel zu bieten. Übrigens, hier ist eine Schnecke bzw. so ein Zickzackkurs, damit man hier vom Ufer aus auch hoch zur Domplatte gelangt. Sei es jetzt mit dem Fahrrad oder mit dem Rollstuhl oder wie auch immer, wenn man nicht Treppen gehen kann. Finde ich ganz toll gemacht, dass also auch an die Leute mit Behinderung gedacht worden ist. Ja, links war gerade noch irgendwie Moulin Rouge. Ich weiß nicht, was es sein soll. Hier rechts noch ein Gebäude. Ich nehme mal an, das wurde früher für die Information an die Schifffahrt genutzt. Oder für die Zollabfertigung. Ich weiß nicht. Vielleicht kann da ja auch mal jemand was zuschreiben. Ja, und jetzt geht's hier Richtung Norden weiter. ihr seht, jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger und die Ufer werden ein bisschen weiter und breiter und ausladender mit grünen Wiesen, wo man sich dann auch im Sommer schön hinlegen kann. Ja, hier leider eine Baustelle, aber ja, Gott sei Dank ist Köln, in Köln Radfahren natürlich gut verbreitet und relativ gut ausgebaut, also auch in den ja, Hauptstraßen, wie gesagt, da fährt man nicht mit irgendwelchen an irgendwelchen aufgepinselten markierten Radwegen. Natürlich gibt es sie wahrscheinlich hier auch, aber ja, was ich hier fotografiert habe, tja, ich weiß nicht, ob das eine Felsenbirne ist, die da schon in Blüte stand. Ich fand das total toll. Kann ja auch vielleicht jemand mal reinschreiben, was um die Jahreszeit da schon so blühen kann. Ja, und hier rechts, wie gesagt, ihr seht ja, tolle Wiesen hier. Und jetzt bin ich ja auch schon im Norden, hier am Hafenbecken angekommen, wo heutzutage die Waren gelöscht werden. Hier der Blick Richtung dem Hafen und weiter geht's Richtung Norden. Ja, das ist hier Köln-Niel. Ja, und hier so kurz vor den Werken von Ford, von den Ford-Werken, hier der Blick, das ist so, hier links, da erstrecken sich die Ford-Werke. Hier habe ich denn meinen Kaffee und meinen Muffin. Mein Muffin vertilgt und kleines kurzes Päuschen gemacht. Ja, es ist ja um die Jahreszeit, wird es ja relativ schnell auch wieder frisch. Und von daher wollte ich mich da jetzt auch nicht so lange aufhalten. Ja, hier rechts ein Hotel und eine Bäckerei. Und jetzt geht es hier schon wieder ein Stückchen noch auf den letzten paar Kilometern durch ein Stückchen wieder Waldgebiet. Da habe ich dann noch diesen markanten Pilz gefunden und gesehen. Ja, hier ist wohl auch der Kasernenhügel in der Ecke. Steht hier, hat jemand in Komoot ein Highlight erstellt und das so benannt. Ja, wie gesagt, ich biege jetzt hier auch schon auf die letzten Meter wieder ein. Nicht vergessen zu abonnieren und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch da lassen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage mal Winke, Winke, bis zum nächsten Mal und tschüss.